Moin alle Brüder, ich bin die Band und ich lebe Yuki Asper. Yuki TV aus Fernsehen mit Irsch und Eis zusammen für Irsch. Yuki TV ist eine Initiative, wo mir das gedurcht tut, an dieser Zeit, wo wir leider die ganze Zeit müssen daheim bleiben, aber einen kreativen Prozess an einer Gemeinschaft zu schaffen. Von dir kommst du mal ein Video schicken, ein Tutorial mit mir, egal was, checkt das dran und wir senden es. Auf Instagram, Facebook, YouTube und natürlich auch im Facebook von Ben Mac. Das Ganze könnt ihr auf info@yuki.lu rausschicken, auch wenn ihr das sollte ein bisschen zu groß sehen, dann benutzt einfach WeTransfer für so eins zu schicken. Wir sind los vom März für ein Video. Los geht direkt weiter und wir schalten bis bald Herr Bürgermeister Felix Eichen rüber. Liebe alle Götten, liebe Leute aus der Kielner Gemeinde, muss nach Geduld tun, bis das mit der Situation am Griff und mit Migräne an den Griff. Ich bin davon überzeugt. Vielleicht ein paar Informationen, was die Gemeinde Kielner betrifft. Die ist noch hier da für 65 plus und die vulnerable Leute lebt ganz gut. Wenn ihr daran interessiert seid, melde dich bei der Gemeinde. Dasselbe zählt auch für einen Ackerservice, einen Lieferservice, den wir auf Platz gesetzt haben. Und dann als Jugendhaus Kielner am Gang eine Permanenz umzustellen, für auch mit der Optik zusammen zu schaffen, auch denen, die das wichtig gemacht haben. Das Woche, wir hatten nicht viel Zeit für die Mise en Place zu machen. Großen Respekt und einen großen Merci. Wir alle Gute, wenn ich glaube, sind aufgefordert, aus den Konsignen zu halen. Wenn ich glaube, daheim zu bleiben, wenn wir nicht unbedingt müssen raus, aber wenn wir an frische Luft gehen, dann kommt niemand allein oder just mit der Familie oder just mit den Leuten, die wirklich bei uns daheim wohnen. Das heißt, das Gesundheitssystem nicht kollabieren, das ist die ganz große Challenge. Dafür weiterhin Courage und Denken durchtun. Gut, vielleicht hast du ein Telefon an den Kopf, melde dich auch bei anderen Leuten, die vielleicht sonst nicht viel Kontakt tun, die dürfen wir ja nicht besichtigen gehen. Komm, ich denke noch eins zu und sie, holt ein Telefon an den Kopf am Martinen. Und zusammen packen wir das, wir sind auf der River Zee, da wollen wir weiter etwas zu kommunizieren, auf ein Gemeinde trifft, dann werden wir das machen. Courage! Merci Felix. Und noch kriegt ihr Team von der UKSGL viergestellt. Hallo Jugendliche, ich bin Susanna und ich arbeite auch am Yuki. Moin, ich bin Disa und ich arbeite am Yuki. Moin, ich bin Cindy, ich arbeite am Yuki Kielen. Hallo alle Gute, ich bin Dan, ich arbeite am Yuki. Lo geht es auch nicht nur darum, das Team zu kennen, aber lo geht es auch darum, das Programm zu kennen. Ich schwätze nicht von eurem Hausaufgabenschat, den wir organisiert haben. Wir wollen euch helfen, falls ihr irgendwelche Fragen habt. Ganz egal, was für ein Fach. Schreibt es ganz einfach um und wir probieren euch zu helfen. Sonst haben wir unsere Videochat-Party. Wir treffen uns aber in den sozialen Medien und wir chatten einfach. Wir schwätzen, wir tauschen uns aus, wie es einem geht, was los ist, was Neues gibt. Und voilà, wir sind einfach fertig da. Am Mittwoch haben wir gesehen, dass wir ein Beauty-Projekt haben. Das heißt, wir gehen erst Rezepte an, wir sollen das daheim probieren und uns Fotos oder Videos darüber schicken. Am Donnerstag machen wir Ideen von euch sammeln für den Chat, für die Challenge und von alles, was ihr Ideen so sind. Was wir Freitag und Samstag lösen machen. Wir kochen von daheim aus. Sehen aber online, checkt das Rezepte, macht das Video, kommt online. Wäre cool, wenn wir kennen, dass wir den Delen. Samstag ist das Challenge Day. Mehr Infos geben wir aber durch Samstag. Wir hoffen, dich alle zu sehen. Online natürlich. Bleibt daheim, bleibt gesund. Bis dann. Wir haben zusammen und nehmen zusammen können wir das Virus bekämpft. Ich kleben und dich. Die Jungs von der Jugendherzbären, die haben sich auch schon stark gemacht. Der Iva Urschzehn hat zusammen mit der Gemeinde Mandalse einen Service gegründet, den wir mit ihnen zusammen aufgestellt haben, wo sie von den Abdikten bei den Leuten, die zu der Risikogruppe gehören, Medikamente feiern. Dafür konnten sie eine Mini-Formation vom Abdikten, wenn sich das Verhalten hört, wenn sich das erzählen hat. Madame war so frei und hat als Mundschutzmaske gebetet. Vielleicht ist sie auch begabt und bietet sich gerne selber ein. Moin, ihr Leute, du hältst den einfachsten Kotting. 17 auf 34 cm. Fall den ein Kern damit, steig drüber und dann fall den ein Kern drei Fallen dran. So, dann hol den Stück Draht. Die sind also auf den zwei Seiten umgeklebt, dass sie nicht dünner raus können. An den Mantel, für das sie nicht rascht. Das Stück Draht, bis den hier oben dran. Jetzt den noch ein Kern reinlängst. Hol den innen, das Stück fett geschnitten aus, für das der nicht losgeht. Jetzt sind hier ein Kern Schrägband drin. Und ein paar Seiten für den Banner zu haben, für fest im Kopf zu machen. Vielleicht kann ich ein paar weisen. So, na fast. Mehr ist nicht. Ich sage euch vielmals merci, dass ihr an unserer ersten Sendung dabei wart. Ich bin super gespannt auf alle Videos. Und ich verzweifle nicht, mach das Video. Bis geschwind.